Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What, you think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Tja, und da sind wir wieder bei The Walking Dead. Und wir haben in der letzten Folge zwei Leute verloren. Und Duck ist gebissen worden. Alles sehr trübe Aussichten. Aber wir werden mal sehen, was wir so machen können. Hey, Sweet Pea. You okay out here? I don't think Duck feels good. Me neither. Hey man, we're still looking around and haven't figured much out yet. It's fine. Radiator could use a rest as it is. How's Duck? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay, then. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I'm fine. Don't worry about me. I do. Don't. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Anyway, let me know if anything changes here. Rede mit Kenny. Rede mit Katja. Ja, das haben wir alles gemacht. Und hallo. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch gesehen hat. Ich glaube, ich habe die Kilobitzahl ein bisschen zu hoch eingestellt, weil er kommt mit dem Codieren nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Oder? Ich glaube, er kommt mit dem Codieren nicht hinterher. Das ist ein bisschen schlecht, aber na, ich muss da nochmal gucken. Ich habe da noch ein bisschen Feineinstellungen, aber na, das kriegen wir alles schon hin. Door's closed. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Wen haben wir denn hier? Clipboard. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Dann könnten wir ja, wenn der Zug funktioniert, den Zug noch nehmen. I'll take this to Katja, for Duck. Ja, das können wir eigentlich gleich mal machen.
bevor wir weitergehen. Oh, das mit der Framerate ist ein bisschen, das mit der Kilobit-Zahl ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob man das dann sieht, ich weiß nicht, ob man mich jetzt gehört hat, der überspringt dann immer Frames und es ist gar nicht mal so gut. Vielleicht mache ich diese Folge mal ein bisschen kürzer. So, ja, mal gucken, ob es jetzt nochmal auftritt. Wenn ja, dann mache ich da mal die Folgenende mal jetzt mal, aber so ein bisschen kürzer halt. Aber das geht ja so nicht, dass jetzt hier ständig Frame-Einbrüche kommen. Hier, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. These tracks lead right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on it. Hmm. The door to the boxcar. Huh? War ein Clipping-Fehler. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, hier kommt man hinter. Looks like it'll get that pin out. Shit. Broken. There's gotta be a better way to do this. Hmm. Tja, da kommen wir erstmal so nicht dran. Aber wir finden da schon noch einen Weg. Ich habe bis jetzt keine Frame-Einbrüche gehabt. Naja, vielleicht. Wir machen mal 10 Minuten so. Die letzten Folgen hat ja auch ein bisschen Überlänge. Also von daher geht das, glaube ich, schon mal. Ansehen, Motorraum, Motorraum. Gehen wir doch erstmal nach vorn. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Suppose we ought to look him over. Yeah. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Ich muss jetzt nochmal die Aufnahme beenden, weil es war eben schon wieder. Ich gucke da mal noch in der nächsten Folge, was da ist und stelle noch mal ein bisschen was ein und ich hoffe, wir sehen uns bis dahin wieder. Auf wieder, tschüss.